Guten Morgen, gute Nacht. Oh, da ist es. Herzlich willkommen. Naja, doch, man hat es noch gehört. Herzlich willkommen. Da-ding. Und herzlich willkommen, natürlich, ihr Lieben. Wir gehen rein, du und dein Gegenüber. Für viele ist es immer eine Prozessablösung, eine Sicht auf die Dinge, die man vielleicht in diesem Prozess nicht versteht, verstanden hat, nach Angaben, Impulsen, die man sucht. Und deshalb verliert bitte den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt bestenfalls nur an den Impulsen. Oh, 3. Die Verschmelzung und Energie war es. Neues Lebensziel, der Mondknoten. War ja eine spannende Zeit, als ihr aufeinander getroffen seid. Und begleitet von Schatten und Mystik. Ich denke ganz stark, hier steckt auch wieder sowas drin, was du gebraucht hast und dein Gegenüber von dir gebraucht hat, ja? Dieses Verschmelzen, dieses Innige, ich glaube schon, das war tief innig bei euch. Also nicht nur so ein platonischer Aufbau und dann wurde irgendwas stärker, sondern hier war es wahrscheinlich auch wieder so eine pure Verschmelzung von wir sind's einfach, wir gehören zusammen, ja? Und mit dem neuen Mondknoten habt ihr euch beide, denke ich, ganz stark zur Lebensaufgabe gemacht. Da kommt jetzt nichts. Ihr beide habt euch zur Lebensaufgabe gemacht, ja? Doch, glaube ich, ganz stark. Begleitet von Schatten und Mystik. Da bleiben wir mal drin. Mal gucken. Wir werden mal, ihr wisst ja, ich habe ja keine richtige Anordnung. Das passiert einfach so nach Lust und Laune. Ich lege mal auf Verschmelzung und Energie mit den Seelenkarten der Schatzkammer. 2. Neuer passt ja auch für jeden eine. Ihr habt geschöpft, hier lag eine Schöpferkraft vor in dieser Verschmelzung und die Energie. Also habt ihr wirklich da sehr viel Energie schöpfen können. Ich erkenne die schöpferischen Kräfte in mir und wahrscheinlich auch damit verschmolzen. Und als ihr aufeinander getroffen seid oder die Bindung schon gestärkt wurde, seid ihr aktiv in die Selbstheilung gegangen. Ich aktiviere jetzt meine Selbstheilungskräfte. Ist auch oftmals so ein Indiz dafür, dass ihr beide nicht ausgeheilt wart. Das sind so Beispiele wie, ihr kommt aus Beziehungen, denkt, ihr habt das schon überstanden und hängt vielleicht noch so mit ein bisschen Problematiken hinterher oder nach oder drin, was man vielleicht in dem Moment gar nicht so wahrnimmt, aber was sich während der neuen Beziehung dann wiederholt oder wo man dann vielleicht auch sagt, so, oh Gott, ist ja noch schlimmer als das, was ich hatte oder am schönsten, was ich noch nie gefühlt habe, ja. Selbstheilung und schöpferische Kräfte habt ihr gespürt bei der Verschmelzung. Jetzt lege ich mal den nordischen Mondknoten, euer neues Lebensziel. Neues Lebensziel. Die Weisheit, neues und altes Wissen durchdringen mein Sein. Für dich war es ein Prozess, das ist er oder sie. Vielleicht auch beruflich gesehen, ja, in jede Richtung. Du hattest hier einen sehr starken Höhepunkt in dieser Bindung, Beziehung. Neues und altes Wissen durchdringen mein Sein. Du hast hier deine Erfahrungen, deine Weisheiten auch mit reingebracht und hattest somit wahrscheinlich auch wirklich sehr stark das Gefühl, das ist es jetzt, ja. Das ist fest, ich bin angekommen. Und wir haben aber begleitend die Schatten und Mystik. Krafttier. Mein Tierbegleiter ist immer an meiner Seite und führt mich. Das könnten auch so Sachen wie Sternzeichen beinhalten, ja? Tiere. Tierische Sternzeichen. Natürlich jetzt ausgenommen Schütze, Waage, Jungfrau. Ich glaube, da gibt es noch ein paar. Schatten und Mystik.
Mein Tierbegleiter ist immer an meiner Seite und führt mich. Also entweder wirklich sehr Sternzeichen belastet oder Sternzeichen bedingt. Etwas ganz Neues oder sogar immer das, was du sowieso vor dieser Beziehung hattest, vor dieser Bindung. Vielleicht auch so gesagt, mit denen komme ich am besten klar. Mit denen komme ich gar nicht klar. Und deswegen warst du vielleicht auch am Anfang sehr begeistert. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass du hier in den schwierigen Zeiten, wo du die Mystik- und Schattenthemen aufgearbeitet hast, mit sehr viel Kraft deines Krafttieres umgehen musstest, ja, dass du dir hier Kraft gesucht hast, weil es eben schwierige Zeiten gab, weil es sehr starke Schatten hier begleitend in eurer Bindung gab. Krafttier könnte auch ein eigenes Haustier, gemeinsames Haustier gewesen sein. Alles, was das beinhaltet, ja. Du hast hier schon nach Kraft gesucht, um diese Schatten irgendwie zu verstehen, nach hinten zu drücken oder wie auch immer, ja. Also zwei sollten mindestens hier passen von dieser Situation oder von dieser Legung. Wir gehen mal rein, was die Engelbotschaften dir raten für diesen Prozess gerade, in den zwei Menschen hier drin stecken oder nur noch du alleine. Betrachte alles bitte von oben, ja, aus der Vogelperspektive. Das ist immer ganz gut, um vielleicht auch eine Art Skizze zu machen, wenn man jetzt nicht so gerade die bildliche Vorstellung hat. Vielen fehlt das ja. Ja? Könnt jetzt auch nicht irgendwie eine Architekturabbildung malen. Würde mir auch schwer fallen, genau so dieses 3D-Ding hinzukriegen. Aber oftmals hilft einfach nur eine Skizze, dass ihr euch hinmalt oder zeichnet, wo ist dieser Mensch, wo warst du, wie sah es am Anfang aus, da wart ihr wahrscheinlich zusammen. Dann in der Mitte, da gibt es wahrscheinlich dann wirklich so Orte, wo dein Gegenüber nur noch weg war, unterwegs war. Wart ihr schon immer getrennt? Ja, wie sah die Konstellation eigentlich aus? Wart ihr zusammen? Hatte jeder getrennt seine Wohnung? Gab es andere Menschen? Das alles mal auf dem Blatt kreieren und drauf gucken und sich denken, war das wirklich mein Plan, ja, in Anführungsstrichen. Ist das dein Plan, den du da vor dir hast? Wenn jemand gerne in Diskotheken oder in Bars oder wie auch immer gerannt ist oder mehr auf der Arbeit verbracht hat, dann auch das von oben wirklich aufzeichnen und du erkennst da schon sehr viel, wie leer vielleicht deine Hälfte des Blattes ist, war oder wurde, ja, je nachdem, wie sich das entwickelt hat. Irgendwann hattet ihr vielleicht so einen Abstand und der eine war da, der andere war hier und am Anfang wart ihr das, ja. Also das kann auch nochmal sehr stark helfen. Oh, es wurde eingeläutet. Ich nehme dich heute mal als erstes. I'm scared of rejection. Du hast Angst vor einer Wiederholung, einem Rückfall, einer Rückführung. Nehmt euch irgendein Wort dafür, ja? Du hättest auf gar keinen Fall Lust auf diesen Prozess. Dass der nochmal so kommt, da könnte auch drin stecken, wenn hier jemand zurückkommt, dann würdest du vielleicht das Ganze auch gar nicht annehmen, weil du Angst hast, alles nochmal zu erleben, ja? Die ganze Wiederholung. People don't believe in me. Dein Gegenüber hat hier keinen Selbstwert, kein Selbstbewusstsein, keine Selbstliebe. Dein Gegenüber könnte sehr lange mit solchen Worten oder mit solchen Empfindungen erzogen worden sein. Immer ermahnt, ja, das ist so wie, oh, komm mir nicht mit einer 4 nach Hause oder eine 3 ist ja schön, dass du dich freust, aber eine 3 ist befriedigend, ja. Vielleicht ist man wirklich so im Elternhaus groß geworden, dass alles, wofür man eine Begeisterung hatte, nie anerkannt wurde. Dass dein Gegenüber sich vielleicht auch gar nicht frei entfalten konnte. Das soll jetzt nicht so sein, dass ihr Mitleid bekommt, weil da liegt ja auch wieder die Tücke drin. Ach Mensch, ja. Es ist so momentan, wie es jetzt gerade aktuell ist und das ist auch nicht umsonst so gekommen, ja. Da müsst ihr euch überhaupt keine Vorwürfe machen. Aber ich sag's nur, damit ihr vielleicht auch zu einem oder zum Ergebnis kommt, dass ihr euch sagen könnt, ja, soweit habe ich vielleicht noch gar nicht gedacht. Ja, es ist sowieso schwer mit Menschen, die selbst an sich nicht glauben, und das beinhaltet hier die Karte, klarzukommen. Weil wie sollst du an diesen Menschen glauben, das, was du wahrscheinlich machst, aber dieses Gefühl, wenn jemand sich sehr stark abhängig von anderen Meinungen macht, so wie es hier auf der Karte ist,
dann hat dieser Mensch selbst seine Mitte verloren, ja. Dieser Mensch würde niemals von sich selbst behaupten oder ehrlich sagen können, ich bin stolz auf das, was ich geleistet habe. Sagt man oder hat man vielleicht auch so gedacht oder dir mitgeteilt. Aber wenn man den Fokus auf die Umwelt oder auf andere Menschen hier legt, dann merkt man schon, man selbst fühlt überhaupt nicht den Stolz, sodass man sagen könnte, mir doch egal, was andere denken, ja? Ist mir doch egal, ob andere an mich glauben. Wichtig ist, dass ich an mich glaube. Und das fehlte hier deinem Gegenüber und hat wahrscheinlich wirklich zu heftigen Problematiken und Streitsituationen geführt. So, wir gehen jetzt mal rein. Ich lege mal die Karte kurz zur Seite. I'm scared of rejection. Warum hättest du? Ich meine, einige werden hier noch liegen, die so denken, so wäre schön, wenn wir noch meine Gelegenheit hätten. Aber ich gucke mal, ob du damit dann vorwärts kommst, wenn es hier dazu kommen könnte oder warum es eigentlich unnötig wäre. Vor was hast du hier diese Ängstlichkeit oder dieses ungute Gefühl? Man hat auch deine Selbstliebe zerstört, weil man sie selbst nicht hatte, ja? Ist schon total passend. Leute glauben nicht an mich, also hat man wahrscheinlich auch dir oftmals geäußert oder auch gefühlt und du ja erst recht nicht, ja? Weil du hast da irgendwas geäußert, was dir nicht passt. Zu Recht oftmals. Du hast Angst, weil du hier gerade aufbaust, ja? Du baust dir deine Selbstliebe auf. Du hast mit deiner Selbstliebe wahrscheinlich auch dein Gegenüber sehr oft getragen, was dein Gegenüber vielleicht hier gar nicht verstanden hat, was du machst, ja? Vielleicht sehr viel gepusht, sehr viel Mut gegeben. Sehr stark für dein Gegenüber da gewesen. Eine Anwesenheit, 24/7, ist vielleicht gekommen, ja? Aber du hättest Angst, dass du deine Selbstliebe hier komplett verlierst, weil dieses Gefühl hat dich wahrscheinlich komplett gedamaged, ja, könnte man so sagen. Und du hättest Angst, weil du in deinem Kopf mental auch schon so weit vorne liegst, dass du deiner Intuition traust, ja? Dass du sehr viele Sachen nochmal Revue passieren lässt. Hier sind auch die Schattenthemen drin. Wo hast du dich vielleicht auch ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gehangen, dass du etwas halten könntest? Wo hast du vielleicht auch gemerkt, irgendwelche Sachen können nicht stimmen, die du schon gefühlt oder geahnt hast? Wolltest sie aber als Beweis sehen? Also hier könnte sehr viel drinstecken, dass du wirklich deine Angst hier zurückhältst, aus gutem Grund, ja? Du möchtest gar nicht hervortreten. Du traust dich nicht so richtig. Weil du weißt, was los ist, weil du es fühlst. Ja, deine Intuition ist hier ganz, ganz stark. Und du gehst ja auch in diesen Prozess, dass du sehr viel nachgedacht hast, sehr viel überlegt hast. Wie komme ich an diese Lösung? Wann hört mein Kopf auf, nachzudenken? All so eine Gefühle, die du mit dir rumträgst und trotzdem, auch wenn du vielleicht gerne irgendeine Situation anders gehabt hättest, hast du hier Angst vor einer wiederholten Begegnung oder vor der Wiederholung generell. Und deswegen erschreckst du dich vielleicht auch manchmal. Ich hätte gerne, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie weißt du selbst nicht, was mit dir hier passiert ist, ja? Du musstest dich wahrscheinlich selbst erstmal eine Zeit lang wiederfinden. Deswegen auch der Gehängte. Der Gehängte sortiert sich ja immer sehr gerne. So, dass man sich wirklich zusammenreißt und sagt, jetzt muss ich mal mein Gefühl so ein bisschen zurückstellen. Und vielleicht ist das auch die Warnkarte, wo du von der Vogelperspektive mal gucken solltest, ja? Das ist ja auch interessant. Guck mal von oben drauf. Vielleicht kannst du das im Stand nicht, wenn man es jetzt so sieht, ja? Ist ein bisschen süß formuliert, wenn man sagt, du müsstest vielleicht mal wirklich auf den Kopf gestellt werden, um hier einige Sachen zu verstehen oder nicht so zu denken, weil dein Gefühl dich lenkt, ja? Schau mal wirklich aus einer Vogelperspektive, um deine Gedanken zu ordnen. Und wir haben hier Ritter der Stäbe. Das, was bei dir ganz stark im Vordergrund ist, seht ihr alle, dieses ich würde so gerne, ja? Ich würde so gerne, wenn der Rest nicht wäre. Eine Attraktivität, eine Sehnsucht nach der Aktion, ja, vielleicht, wenn es nur Familie, Freundschaft betrifft, dann dieses Beisammensein. Wir hatten sehr viel Spaß,
sehr viel Situationskomik, vielleicht besondere Momente, die man nicht einfach vergessen kann, die festgeankert sind, ja. Dieses Abenteuer-Spielplatzleben, lass uns ausreißen, lass uns machen, sehr, sehr viel Spontanes. Und wenn es hier mit Liebe zu tun hatte, dann wahrscheinlich auch dieses Gefühl der Zuneigung, ja, was sich oftmals hier überkommt. Ich würde so gerne, ja, weil vom Wesen her sehr viel Attraktivität dein Gegenüber hier vorweist. Es zieht dich im Kopf in Erinnerung, ja. Du würdest da gar nicht großartig überlegen, sondern dieser Mensch hat irgendwas an sich, womit man dich in den Bann gezogen hat, ja. Stand vor dir und, ja, so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne dieses Gefühl zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, das hört sich jetzt völlig bescheuert an. Ich habe gerade überlegt, wie ich es vielleicht noch mal logisch erklären könnte. Aber dieses hatte ich zum Beispiel nie. Und ich will euch was dazu sagen. Vielleicht ist es auch gerade dieses kannst du ja gerne noch mal machen. Was hier schon eigentlich gefährlich ist, ja, weil ab diesem Punkt, wenn ihr so, wer bist denn du, wow, ja, setzen vielleicht wirklich die Synapsen bei euch aus und verdrehen euch jegliche Wahrnehmung für euch selbst oder in der Logik oder wie auch immer, ja. Sobald das vielleicht reinkommt, ist es so eine Art, das ist schon fast gefährlich, weil du nicht mehr sortiert denken kannst, ja. Man kann vielleicht baff sein oder überrascht sein, aber es sollte hier nicht so in dieses, wenn es so war, mir ist scheißegal, wie du mit mir redest, aber diese Anziehung ist einfach krass oder es ist auch egal, wie du mit mir umgehst. Wenn du vor mir stehst, bin ich hin und weg. Ist natürlich auch eine gefährliche Sache, ja? Das ist ein bisschen gefährlich, aber ich sag's jetzt nicht, dass es so war bei dir, sondern ich muss ja einige Sachen mit reinnehmen. Ihr seid sehr viele Leute, die das gucken und es könnte sein, dass du mal nicht nach diesem Effekt gehst, ja? Sondern einfach mal Menschen suchst, die noch in dein Leben kommen werden, wo du einfach auch das ganz normal annimmst, ja. Wenn du vielleicht merkst, da steht jemand, der haut dich völlig aus den Latschen, dann achte auch trotzdem immer noch, man muss sich aber auch so ein bisschen wieder zurückholen, ja, auf den Boden der Tatsachen, die Entwicklung angucken. Natürlich, Attraktivität spielt immer eine Rolle, ja. Aber vielleicht findet man die auch in, und da kann ich jetzt wieder mitspielen, in anderen Sachen, ja. Wie benimmt sich jemand? Oder sind es nur die Augen? Oder ist es nur das Auftreten? Ja, ich finde ein Auftreten schon fast schöner als dieses, ja, da fehlt mir der Atem. Dass jemand vor einem steht, ich glaube, das ist wirklich gefährlich. Dass hier, also, wenn ihr das so gefühlt habt, dann kann ich mir vorstellen, da kann man ja, glaube ich, gar nicht mehr so richtig denken, ja. Ich habe ein bisschen Probleme, mich da reinzufinden, ehrlich gesagt. Aber das könnte natürlich eine Sache sein, ja, wo wirklich alles gestimmt hat. Und ich sage jetzt nicht, dass man nicht irgendwie fasziniert sein kann von Menschen. Ich kenne wahrscheinlich nur so ein Gefühl von meinen eigenen Kindern, als die draußen waren, ja. So, als man die im Arm hatte, so, wow, Stillstand. Aber das hat ja jetzt damit gar nichts zu tun, sondern vielleicht ist es oftmals zu viel, ja. Und das sind jetzt wirklich nur die Menschen, die sich hier von sehr viel Attraktivität leiten lassen haben. Weil es gibt ja auch Menschen, wie gesagt, habe ich ja gerade auch erklärt von mir, wo man nicht so nach dem Äußeren geht, ja. Wo, was manchmal auch am besten ist. Wo man sich denkt, so hat man überhaupt einen Typen? Oder wonach gehe ich? Mal gucken, ob das noch kommt, was für einen wichtig ist. Da muss dann nicht dieses Äußere komplette stimmen, ja. Aber manchmal hat man vielleicht so eine Menschen, die einen in die Falle locken. Der kann vielleicht machen, was er will. Hauptsache, der hat eine Erscheinung und eine Ausstrahlung und eine Wirkung auf euch. Aber ich muss dir sagen, wenn du zurückgehst, ja, dann siehst du die Sache ganz klar. Sicher ist, dass es Liebe war
oder tiefe Emotionen, ehrliche, sagen wir mal ehrliche Emotionen, ja, weil nicht jeder schaltet hier für Liebe ein. Das ist dir bewusst, das ist dir klar. Da bräuchtest du auch nichts aus der Vogelperspektive irgendwie verdrehen oder suchen. Es war ein Gefühl, es war wahrscheinlich auch sehr viel Leidenschaft, Emotion dabei. Das Feinste, was geht, Königin der Kelche, ja, das ist dir bewusst. Und deswegen schmerzt es auch. Du würdest hier keinen Hehl drum machen, du hast diesen Menschen geliebt, lieb gehabt, wie auch immer, lieb gewonnen. So, die Sicht mit der Sonne ist aber hier auch wieder, es lohnt sich aber nicht nochmal vom Gefühl, weil das war dir irgendeine Lehre, in diese Abhängigkeit reinzurutschen oder in diesen Teufelskreis oder wie auch immer. Das könnte wirklich mit dem Ritter der Stäbe zusammenhängen, ja? Weil dir wurde ja völlig die Mäßigkeit hier genommen. Das heißt, Herz oder Kopf hat hier nicht funktioniert. Entweder war es wirklich nur dein Kopf, der hier ständig gelenkt wurde von dieser Person mit gewissen Sachen, denen du nicht widerstehen konntest, wo du wirklich gedacht hast, du bist abhängig oder warst sogar abhängig. Aber du hast die Sicht mit der Sonne und deinem eigenen Gefühl, Königin der Kelche, komplett hier in die Richtung zu liegen, ja? Das war übertrieben, könnte vom Gefühl herkommen. Das war für dich teilweise schon übertrieben. Vielleicht bist du hier auch sogar schon drin und sagst, sowas hast du noch nie gefühlt, sowas hast du noch nie erlebt. Es war vielleicht auch schon so übertrieben schmerzend, dass du gedacht hast, warum muss Liebe wehtun, ja? Und da ist ja auch die Tücke. Liebe sollte nicht wehtun. Sehnsucht. Sehnsucht. Naja, eigentlich wäre das richtig, wa? Sehnsucht. Sehnsucht kann wehtun, weil man jemand vermisst. Aber es darf auch nicht ausarten in Verlustangst, ja? Oh Gott, wann kommt jemand wieder? Wann ist das nächste Treffen? Ich bin nicht die Nummer eins, da gibt es noch andere. Das ist dann in der Liebe schon wieder Liebeskummer, Liebesdrama, ja? Wir haben eine Steinbock-Energie, Entschuldigung, wir haben Schütze hier. Aber wie gesagt, du brauchst dir gar keine Gedanken zu machen. Wenn du noch nicht hier drin bist, wirst du hier hinkommen, ja? Das ist ja die klare Sicht auf die Dinge. Deine Liebe hat dir das Licht genommen, um alles vollständig sehen zu können. Aber da bist du dir auch nicht zu fein für, ja? Das möchte ich mal anmerken. Du wirst lieben und das ist schön, wenn Menschen die Liebe nicht verlieren. Wenn sie trotzdem dran glauben. Aber dein Glaube, dein Kampf ist hier wahrscheinlich zu hoch und zu groß gewesen in dem Anteil, da war etwas für dich sehr gefährlich, ja? Und das könnte Schatten und Mystik sein. Und du liegst genau auch hier mit dieser Vogelperspektive, ja? Vielleicht wirklich mal diese Skizze erschaffen, um zu sehen, wo habe ich mich hier eigentlich blenden lassen in dem ganzen Kackprozess. Nur der schlimm war, ja? Es ist bestimmt nicht alles doof gewesen. Sorry. So, jetzt gehen wir mal direkt in den Kopf deines Gegenübers. Weil Leute glauben ja nicht an mich. Und dann machen wir die Tendenzen nach hinten. Leute glauben ja nicht an mich. Königin der Schwerter, hier war mal ein bisschen angepisst, sorry. Dass du sehr viel wusstest, dass du sehr viel gesagt hast. Und das ist so ein Trigger-Ding, das kenne ich schon aus meinem Leben, ja? Jetzt kommt da eine neue Person, die sehr schlau ist. Man hat vielleicht hier selbst auch gemerkt, man müsste sich vielleicht nur dümmere Menschen suchen. Ich meine das jetzt nicht beleidigend, aber Menschen, die ein bisschen helle im Kopf sind und die vielleicht auch gar nichts bei deinem Gegenüber hier Böses wollten, hat dein Gegenüber aber als sehr stark durch innere Kindthemen als sehr übergriffig empfunden, ja? Weil die Leute ja eh nie oder sehr selten an diesen Menschen schon geglaubt haben, hast du natürlich als Königin der Schwerter so ein bisschen unbewusst diese Energie aufgenommen, die dein Gegenüber an irgendetwas wieder erinnern oder erinnert hat, ja? Wie auch immer. Drei der Stäbe, ja. Könnte auch so sein, man weiß überhaupt nicht, wo man hingehört. Ja, man lässt es immer auf sich zukommen und lenken. Obwohl du vielleicht einen sehr starken Menschen vor dir hattest, musst du mal gucken, was der aufzuweisen hatte. In den Richtungen. Hat man die Richtung immer ordentlich zu Ende gemacht? Ist man
seine Wege immer gegangen oder hat man sehr viel machen lassen, um dahin zu kommen? Also generell bei Drei der Stäbe lässt man sich immer wieder auf etwas ein, ja? Und das sehr ungeordnet in der Schattenwelt jetzt gerade hier so. Man hat hier nicht so einen richtigen Plan. Man hat es auf sich zukommen lassen. Man hat sich lenken lassen. Und vielleicht hast du unbewusst auch eine Lenkfunktion übernommen aus Liebe. Dein Gegenüber kannte das nicht, konnte damit nicht umgehen, ja? Weil man ja, lenken kennt man ja nicht. Man wollte ja dahin kommen, ja? Hauptsache, man kommt hier an. Und das ist es wieder. Guck mal, wie oft man sein Ziel hier erreicht hat. Im Kopf wollte man immer das Große darstellen, weil die Leute vielleicht auch nicht an dein Gegenüber oftmals geglaubt haben. Deswegen zählte auch nur dieses Große, ja? Ohne Zwischenschritte vielleicht. Sondern das muss dann immer komplett sein. Das muss so sein und das muss so werden. Aber man hat sich treiben lassen bei Drei der Stäbe. Man hatte die Vorstellung, aber was hat man dafür gemacht, ja? Es könnte sein, dass man hier wirklich sehr arbeitswillig wieder war. Wir haben den Magier. Das heißt, dieser Mensch konnte auch andere sehr gut verzaubern. Da bleibe ich mal jetzt gerade bei. Und, oh, der konnte auch gut austeilen, ja? Aber dein Gegenüber war hier nur in einer bestimmten Richtung sehr aktiv im Austeilen oder musste beruflich sogar dort sein Wort einsetzen, ja? Hier könnte wieder sehr viel Manipuliertes drin stecken, bösartig. Und wenn es nicht bösartig ist, dann hat dein Gegenüber das selbst gar nicht gemerkt, dass man mit gewissen Sachen manipulieren kann, ja? Oder manipuliert. Man hat sich hier nämlich sehr stark zur Wehr gesetzt und hat wahrscheinlich alles, was du vorgeschlagen hast, als Mumpitz empfunden. Also Mumpitz als, ja, woher willst du das wissen, ja? Oder hast du eine Ahnung? Oder ist ja schön, dann mach doch du, ja? Das ist so ein bisschen abwertend, ja? Dein Gegenüber im Kopf war hier wahrscheinlich sehr oft, obwohl du hier mit vielem Recht hattest und vieles vorausschauend gesehen hattest, dein Gegenüber war hier oder konnte hier wahrscheinlich sehr stark abwertend sein. In Gedanken oder auch im mentalen Bereich, ja? Wir gehen mal ins Herz. Oh, das ging aber schnell. Da haben wir wieder einen Vorbelasteten, das könnten die Narben sein. Weil woher soll ich auch mein Selbstbewusstsein herkriegen, wenn Menschen an mich nie geglaubt haben, ja? Die Narben im Herzen sind da. Die hat man auch mit reingebracht. Es ist vernarbt gewesen, aber wahrscheinlich sind in eurer Beziehung die Narben auch wieder aufgeplatzt, ja? Aber da kannst du ja nichts für. Du wirst es ja nicht mit Absicht machen, dass du einen Menschen verletzt, den du halten oder lieben willst. Hier sind einfach die Narben wieder aufgeplatzt durch gewisse Punkte, ja? Man hat hier sich sehr stark mit dem Glauben und der Halten. Eigentlich meine ich das unterhalten. Man hat sich halten lassen, ja? Aber unterhalten vielleicht, ja? Vielleicht hat man wirklich einen sehr starken Glauben gehabt, besessen. Wir haben hier die Wassermann-Energie. Aber nur von Glauben kommt eben auch nichts, ja? Man hat daran geglaubt. Man hat vielleicht das auch wirklich geglaubt, ja, im negativen Sinne jetzt gesprochen. Man hat sich von diesen Menschen vielleicht das ganze Leben lang wirklich jede Narbe hier so raufstempeln lassen oder antun lassen und ist da nicht mehr rausgekommen und hat geglaubt, das ist wirklich so, ja. Viele Kindheitsthemen. Aber das wird schon. Man hatte auch die Kraft, man wird die Kraft gehabt haben, ich mach's besser, ja, oder irgendwann zeige ich es allen. Aber da hat man sich vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen, wenn man sich hier nicht therapieren lässt oder sich ausspricht über diese schwierigen Sachen. Merkt man vielleicht doch jetzt gerade, so einfach funktioniert das gerade gar nicht, ja? Weil es tut ja weh. Hier kommt die Gerechtigkeit mit der Waage-Energie. Hier fühlt man sich generell, also egal was jetzt kommt, ja, man ist hier mit einer Ungerechtigkeit im Gefühl. Auch wenn man dich geliebt hat, wenn man dich lieben sollte, egal was, man schleppt hier ein Ungerechtigkeitsgefühl mit sich selbst rum im Herzen, ja? Und das ist tief, das bleibt. Man versucht es wegzukriegen,
Aber man kann sich gegen diese Ungerechtigkeit nicht wehren. Die hängt in der Mitte des Herzens, ja. Die scheint wahrscheinlich immer wieder hochzukommen. Wenn genau so eine Themen angesprochen werden, Waage ist ja auch Luft. Und dann merkt man es wieder mit dem Hierophanten, mit der Stierenergie. Das kenne ich doch schon, ja. Es müssen nur bestimmte Knöpfe gedrückt werden, die du nicht kanntest. Aber hier fühlt man sich wieder, das kenne ich doch aus meiner Kindheit. Ja, das ist mir doch schon wieder bekannt. Jetzt macht da jemand wieder den Klugscheißer, so nach dem Motto. Jetzt mal so gesprochen, dass ihr das versteht. Dein Gegenüber ist das kleine Kind und jetzt will mich hier jemand wieder belehren, ja? Und genau das ist ja wieder das Ungerechte, was durchkommt. Diese ganzen Narben. Das, was man vielleicht eine ganze Zeit lang geglaubt hat, man ist nichts, man wäre nichts, ja, hat aber trotzdem wieder an sich geglaubt. Und das ist hier so die Klugscheißereule, die man empfunden hat, die aber keinesfalls irgendwie was Böses wollte. Aber die empfindet man hier wahrscheinlich aus den ganzen Prozessen, die hier prägend sind, ja, und man hat hier wahrscheinlich dicht gemacht. Stierenergie ist ja auch so. Sobald ein rotes Tuch gesehen wird, naja, holla die Waldfee, ja? Jetzt werde ich hier ungerecht behandelt. Ich mach zu. Bin ich verfügbar? Bin weg? Mich gab's nie, so nach dem Motto. Vielleicht auch sehr stark zurückverletzend. Eben die ganze Ungerechtigkeit, die man hier gemerkt hat, hast du zurückbekommen, ja? Ab irgendeinem Punkt war es dann so heftig, dass man sich nur noch gewehrt hat und den Kampf mit dir vollzogen hat. Du warst da bei mir Königin der Schwerter und hier kam man dann zurück in der Stufe härter, ja? Das war aber nicht an dich gerichtet, auch wenn du es gefühlt hast, wenn alles wehgetan hat, wenn man dich gedemütigt hat. Ja, dieser Mensch fühlt es nicht, was er da angestellt hat. Aber dieser Mensch hat hier aus reinem Selbstschutz gehandelt, ja? Weil alles in dieser kommunikativen Art und Weise, in der Luftenergie zwischen euch, so gedrückt hat. Man ist ja hier vorbelastet mit den Narben und hier hinten im Herzen geht es wieder weiter, ja? Sehr vieles ist angekommen. Sehr vieles hat man gefühlt, auch wenn man vielleicht drüber gestanden hat und gesagt hat, juckt mich nicht, was du erzählst. Du hast genau mit diesen Aussagen in dem Moment getroffen, ja? Weil das wollte man übersprechen. Das wollte man abwehren. Also auch wieder sehr stark dieser Kampf, ja, dieser Kampf, weil dein Gegenüber sich wahrscheinlich sehr schwach gefühlt hat. Und auch, obwohl du es vielleicht nicht wissen konntest, sich von dir verletzt gefühlt hat. In der Tendenz. Also der Eremit flog sofort. Ist das hier dein Rückzug? Du hättest Angst, ja? Und deswegen gehst du das wahrscheinlich auch nicht mehr ein, selbst wenn es so dazu kommen könnte, selbst wenn du es dir wünschen könntest. Nicht so mit diesem Menschen, ja? Und das wäre ja dann auch eben nicht mehr der Mensch. Du hast dich hier zurückgezogen, für dich gibt es hier keine Zusammenkunft mehr in dem Maße. Haben wir nochmal die Jungfrau-Energie drin. Was hatten wir noch? Auch hier geht's wieder rein. Reset, Neustart, ja? Für dich geht die Zukunft wieder neu, weil du die Trennung hier akzeptiert hast oder akzeptieren wirst, lernen wirst mit der Skorpion-Energie. Und da haben wir es auch wieder, wie seit 3 Tagen ungefähr. Du hast dich dafür entschieden, nicht mehr der Schatten deiner selbst zu sein und auch nicht mehr der Schatten deines Gegenübers oder eine Schattenfigur. Dich zu fühlen wie ein Schatten. Hallo, wo kommst du denn her? Guten Tag. Guten Tag. So, also für dich ist es hier definitiv klar, ja? Dieses, das, was vielleicht gar nicht mehr existiert, ist in deinem Kopf nur noch ein Schatten, das wirst du hier aufarbeiten, ja? Das wirst du erkennen, das hast du erkannt, je nachdem, wo du bist. Aber das ist so dein Entscheid. Ich renne doch keinem Schatten hinterher, ja? Ich renne doch hier
keiner Schattenbeziehung hinterher, die eigentlich nicht existiert. Es ist ein Schauspiel, Schatten. Wir sind hier immer noch in dem Mutterthema drin, ja? Weil wir haben auch hier wieder die Herrscherin, so wie die letzten zwei Tage. Es könnte ein Mutterproblem vorliegen, was eben auch, die Leute haben nicht an mich geglaubt, ja? Vielleicht rührt da sehr viel her. Und das ist so der Punkt Nummer eins. Auch du warst wieder von der Person her die Herrscherin, ob Mann oder Frau, mit sehr weiblichen Anteilen. Hier geht's weiter. Man kann niemanden ranlassen, ja, weil die Mutter diesen Menschen nicht ranlassen, rangelassen hat ans Gefühl. Hier ist ein wirklich sehr starkes Mutterproblem oder man hat hier noch zu tun mit anderen weiblichen Menschen. Aber man lässt aufgrund dieser Person niemanden ran, ja. Man ist hier irgendwie kalt erzogen worden oder Mutter war gar nicht da, kann auch sein. Das ist ja oft so, dass dieser Mensch dann damit ein Problem hat. Leute glauben nicht an mich, die lehnen mich ab, ja. Ich kenne eigentlich auch gar keine Liebe. Es liegt nicht an dir, dass man hier drei der Schwerter hat. Ich habe im Leben keine Liebe erfahren. Ich kann zwar Liebe spüren, fühlt sich schön an, aber ich habe nicht diese Liebe erfahren, wie es ist, diese weiterzugeben, ja. Kannst du mal aufhören? Ach so. Du leckst deine Pfote. Ey, das wird hier immer nasser auf meinem Schoß. Meine Jeans. Meine süße Maus. Da bist du. Machst du wieder Radau. Ja, ja, ja. Eigentlich traurig für dein Gegenüber. Aber du wirst sehr viel gelitten haben, ja? Na, halten wir die noch? Und das kannst du eben nicht auffüllen, diese Lücke. Da kannst du noch so viel Liebe haben, die kannst du nicht auffüllen, ja? Wir haben hier wieder, bei deinem Gegenüber wird es später losgehen, ja? In kleineren Schritten. Man ist hier davor nicht befreit, nochmal das ganze Leben Revue passieren zu lassen und aufzuräumen, ja? Drei der Münzen ist wieso, also bildlich gesehen, du bräuchtest hier eine Therapie oder eine Beratung oder Menschen, die dir helfen, alles nochmal aufzuarbeiten von vorne, ja? Und hier keine Schritte zu überspringen. Das wäre die einzige Lösung, die dein Gegenüber hier überhaupt schafft, um irgendwann mal eine ordentliche Beziehung führen zu können, ja? Ansonsten dreht sich das Rad für dein Gegenüber hier nicht weiter oder immer in die Richtung, die du schon kennst, ja? Abbruch, Beziehung, das nimmt dieserjenige mit. Und am Ende des Tages hat man ja immer wieder das Ziel anzukommen, ja? Man möchte. Hier liegt sehr viel Ermutigung drin, aber irgendwie, glaube ich, macht diese Ermutigung dein Gegenüber zu schnell müde. Dein Gegenüber könnte sich hier zu schnell immer wieder in die Ruhe begeben, kraftlos sein, ja? Wird in den nächsten Prozessen immer mehr ins Nachdenken kommen, körperlich vielleicht auch abnehmen an Kraft, ja? Weil man nicht kann. Man hat das Ziel, aber man muss jetzt hier probieren, wie komme ich, ja? Wie komme ich jetzt an mein Ziel ran? Mit welchen Mitteln? Hier ist man müde von den ganzen Prozessen, von eurem Prozess sowieso, von eurer Verbindung, die man jetzt nicht mehr hat, ist man wirklich geschlaucht, müde. Und man hat hier wahrscheinlich so im Übergang das Problem, dass man das beachten müsste, ja? Es geht nur, wenn du hier alles nochmal für dich selbst neu aufrollst. Also wirklich aufrollst, Zahn an Zahn, ja? Ohne das aufzurollen oder ohne das aufzudecken, wird sich die Welt für dein Gegenüber hier nicht schöner drehen oder überhaupt vorwärts drehen, ja? Da stimmen die Zahnräder nicht, da bleibt man stecken und da ist genau dieses Hacken. Wenn hier nichts flüssig läuft, dann geht kein Zahn ins andere über. Und da kommt wahrscheinlich auch die Kraftlosigkeit her, ja? Dass man hier sagt so, oh, ich schaff's nicht, ja? Ich würde gern ans Ziel kommen. Ich hätte mir es gerne sehr schön mit dir vorgestellt, aber ich blocke hier, ja? Ich komme hier nicht vorwärts und wahrscheinlich an dieser Stelle macht man dann Mist. Weil man das gar nicht versteht, was soll man jetzt hier gerade machen, ja? Ihr Lieben, dann machen wir mal noch... Oh, heute ist ja die Zunge drin, oder? Cassie? Naja, ein bisschen ist sie draußen. Heute...
gucken wir mal zum Schluss eure Verbindungskarte vom Florales Lenormand. Bist du müde? Siehst du? Und das war keine Karte von dem? Passt auf. Ich suche die Karte, der Grund, den wir hatten. Ich habe gesagt, das war die Ursache, der Grund für dein Gegenüber. Vielleicht kennst du auch die Ursachen. Und jetzt kommt Folgendes. Verbindung. Muss ich nicht weiter erklären, ne? Fällt einem sofort auf. Die inneren Kindthemen, mit denen man sehr stark vorbelastet ist, die das Ganze, solange sich dein Gegenüber hier nicht von selbst ändert und auf den Trichter kommt, hier etwas zu ändern, wird das ewig zwischen euch stehen, ja? Wird das ewig auch ein Verhängnis bleiben bei deinem Gegenüber? Man kann ja so oft und so stark und so neu, wie man möchte, anfangen, aber man wird hier nicht über den Punkt kommen, ja? Es sei denn, man trifft genau den gleichen toxischen Menschen, der das auch erlebt hat. Und wenn er dann auch noch genauso tickt, dann könnte es sein, dass man sich hier versteht. Aber das wird hinten raus eine Reise werden, die, glaube ich, nicht einen schönen Ausgang hat, ja? Wenn beide in diesem Dilemma gesteckt haben und beide auch noch so fühlen und sich vormachen, es wäre alles in Ordnung. Es sind hier die Erfahrungen, die man als Kind gesammelt hat, ja? Das ist einem ja auch bewusst gewesen. Und es sind die inneren Kindthemen, wie auch immer, 12, 13. Bei der 12 haben wir auch wieder die Herrscherin hier wiederholend drin, ja. Vielleicht auch die weisere Frau, die dem Kind nichts Gutes wollte oder Gutes getan hat. Was haben wir hier bei dem Kind? Ist die 4. Wäre vielleicht auch, wo ist mein Vater als Herrscher? Könnte auch heißen, ich muss jetzt über den Ding stehen und herrschen, mich beherrschen. Aber man hat sich hier verloren, ja? Und das hast du natürlich in irgendeiner Art und Weise alles abbekommen. Ja, ihr Lieben, wir sind durch. Ich belasse das mal so, sonst wird es auch zu viel. Ja, bitte? Fand's jetzt nicht cool, dass wir aufhören? Und wünsche euch einen wunderschönen, sie lenkt mich wohl ab, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video natürlich einschaltet. Das Wichtigste ist, wie immer, bleibt gesund, verliert den Verstand hier nicht durch die Karten, gewinnt nur an Impulsen und wir sagen Tschüssi, ne? Winke, winke, bis morgen, Tschüssi.